So, einen schönen guten Abend an diesem wieder sehr, sehr schwülen Tag. 25 Grad haben wir, glaube ich, noch oder 24 hier unten. Ja, herrlich, ne? Schön schwül, so wie ich es gerne habe. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse es. Es ist furchtbar. Ich war gerade duschen und ich koche jetzt schon so wieder gefühlt. Hab meine Haare gemacht und so weiter. Ja, also sie sehen noch etwas nass, aber. Mal gucken, ob sie bald nur noch nass vom Schwitzen sind. Werden wir gleich sehen. Naja, willkommen zum Montags-Let's Play. Mordeblade Bannerlord. So, letztes Mal haben wir gleich am Anfang eine ganz große Niederlage erlitten, dass mein anderer Speicherstand. So, wir spielen hier weiter. Und dann musste ich erstmal wieder meine ganzen Begleiter, meine Kompagnons, musste ich wieder zusammensuchen. Und das ist mir auch gelungen. Und dann habe ich auch währenddessen das Heer weiter aufgebaut. Auch das ist gelungen. Und ich habe auch wieder einen großen Sieg eingefahren. So ist es halt bei Mountain Blade. Manchmal kann es halt richtig schnell bergab gehen. Aber genauso auch wieder bergauf. So wie es öfters im Leben ist, so ist es auch bei Mountain Blade. Mountain Blade ist quasi das echte Leben. Naja. Lassen wir das jetzt mal. So, jetzt waren wir wo genau? Diplomatie, nördliches Imperium, schon seit 71 Tagen im Krieg. So, jetzt muss ich mich wieder umstellen, dass wir hier viel kleiner, wenig bedeutender sind als beim anderen Spielstand. So, ich muss auch noch Soldaten sammeln. Nee, hab ich genug. Mir fehlt noch einer. So, die Begleiter habe ich aber alle. Oh, ich Idiot, sollte vielleicht mal dran denken, vielleicht den einen oder anderen mal zu verheiraten, oder besser gesagt, also. Ich müsste mal ein paar Ehen schließen. Zwar jetzt wäre es noch besser als später. Suchen wir mal nach dem Anführer des Demero Clans. Vielleicht können wir da welche ausheiraten. Dass ich den Nablus welche vom Demero Clan dazu holen. Wer ist denn da nochmal der Anführer? Von den Demerox. Die führen das Ganze an. Wahrscheinlich ist es Alari. Ein Alari. Aha. Der Ruf kalt zu sein. Ja, wer ist denn jetzt der Anführer von denen? Romund? Steht ja nicht direkt dran, wer der jeweilige Anführer ist. Steht immer nur dran, Mitglied. Amorkon ist Mitglied der Klasse Amorkon. Was? Der Erdurant, ja, der ist es. Kopf des Clans. Ich muss Edorant mal suchen. Markieren wir uns den mal. Ist der in der Armee hier drin oder wie? Da ist er ja, genau. Baron Erdurand. Mal gucken, ob wir den. So. Heirat. Die Hand von Alda. Da müsste ich die ja jetzt abgeben, ne? Das macht die ja dann fast noch mächtiger, oder? Na, ist egal, wir machen es. Komm. Hier muss ich da noch Geld zugeben. Oder kann ich Geld fordern? Muss wahrscheinlich Geld mitgeben. Wie viel will er denn? Na, gar nicht so viel. Ich gebe den kein bisschen können wir das vielleicht mit umschalten ein bisschen.
Ah Gott, dauert ja ewig. Wie viel dauert denn jetzt? 17. Na gut, komm hier, nimm. So, jetzt ist er halt weg, jetzt muss ich halt. Aber wenn ich meine zwei Typen da verheirate, dann kriege ich wieder Begleiter dazu. So. Welcher Clan wäre noch interessant? Der Nablus bin ich, der Rotthard. Wer ist denn davon der Anführer? Wahrscheinlich Wollerig. Nee, oder? Nee, er ist nicht der Anführer. Was ist Dagonitsch? Auch nicht. Lasterhaft. Berikan war's. Berikan. Ist der auch mit dabei? Der ist aber nicht in dem Heer drin, oder? Nee. Suchen wir mal Berikan und können wir den vielleicht auch noch verheiraten. Also, können wir in seine Familie einheiraten. Meistens findet man die an den jeweiligen Heeren. Da das oben Remtoll da geplündert wird, eigentlich sollte ich da jetzt auch mal hin. Bringt ja jetzt eh nichts mehr, ist zu weit weg. Gehen wir mal zur Lasans Armee. Da ist Berikan. Ja, Servus Berikan. Heiratsbündnis. Die Hand von Urgant. Ja, der muss. Ach, da kann ich auch was fordern. Das ist ja gut, dann kriege ich ja das Geld wieder raus. Gut. Aber die sollen die Leute vielleicht schon ein bisschen verteilen, oder? Oder können wir. Nee, komm. Suchen wir uns noch einen anderen Clan. Welchen hätten wir denn noch? Der Rotthard. Die haben wir jetzt gerade eben gehabt, ne? Der Yelend. Der Yelend. Vielleicht er hier, der Anführer. Nee. Ja. Warten. Warten. Wartin wäre auch nicht schlecht. Da, der ist auch da gleich dabei. Baron Warten, Eure Hoheit, ich stehe euch zu Diensten. Gestatten wir euren Befehl für Nachwelt im Blut festzuhalten oder was immer ihr auch sonst benötigt. Also, was gibt es? Ja, heiraten. Nee, nochmal zurück. Hä, warum kann ich. Ach so, habe ich mit dem zu wenig Beziehung oder was? Ach, Menno. Alvit. Seine Sie. Der kann ich auch nicht verhandeln. Dann suchen wir uns einfach nochmal random irgendwelche Leute. Gehen wir nochmal zu dem anderen her. Oh, da ist gerade eine kleine Armee. Ah, die wird schon fertig gemacht. Gut, dann
suchen wir uns mal noch andere. Wer war da noch? Müssen sie alle mal hier? Anstruder. Vertreter. Wollt ihr die Entscheidung Vertreter umsetzen? Sie wird automatisch in 44 Stunden umgesetzt. Adlige haben das Recht, Vertreter zu ernennen. Die Sicherheit der Stadt steigt um täglich 1. Städte mit Sicherheit um 60 verschaffen den Besitzerklan zusätzlich 1 Einfluss. Die Besteuerung von Städten sinkt um 5%. Na, machen wir es halt. Eigentlich würde ich es ablehnen, aber. Na, helf mir hier mal kurz. So, mein Gefangener. Haserei. So, ich wollte eigentlich mit der Person hier noch kurz plaudern. Na, kann ich jetzt nicht mehr. Ich hätte doch noch jemand zu vergeben. Könnten das aber auch später machen. Varric später verheiraten. Varric fehlt jetzt, glaube ich, noch. Oder kann ich Varric nicht verheiraten? Ist er zu jung? Der war doch in der Auflistung mit dabei. Da ist Arthamund. So, wir gehen jetzt erstmal Richtung Osten und gucken mal, ob wir vielleicht die eine oder andere Schlacht schlagen können. Ach, da, guck mal. Da helfen wir gleich mal mit. So, wir finden uns im Krieg. Ihr habt gehört, richtig. Da schicken wir jetzt mal die Truppen. Truppen senden das unter 6 Mann gegen die Größe unseres Heeres. Lohnt sich das nicht? Haufen Gefangene. Da verkaufen wir erstmal die Gefangenen. Wie viele Reiter haben wir denn wieder? Oh, das sieht. Das reicht erstmal. Vielleicht runden wir es noch auf eine schöne Zahl ab. Oh, schöne Schulterteile dabei. Gute Schulterteile, sehr gut. Ja, dann sprich mal mit Servic. Eure Hoheit, ich warte euren Befehl. Also dann, was gibt es? So, mit dem kann ich auch nicht über eine Hochzeit reden. Alle haben keinen Bock mehr, schon alle haben keine zu vergebenen Frauen mehr. So, verkaufen wir erstmal die Gefangenen. Wir haben ja noch diverses Rüstzeug, das wir auch noch vielleicht verteilen könnten. Oh Gott, das ist schwül, Mann, ey. Das ist ja furchtbar, ey. Das ist so. Luftfeuchtigkeit bei 1000%. Das ist zwar nicht rechnerisch möglich, aber es fühlt sich so an. Gefühlt. Gefühlt über das Realitätsgefühl. So. Machen wir erstmal die ganzen Stiefel weg. So, da ist ein Huskarlhemd dabei, aber ich glaube, das kann keiner gebrauchen. Ich behalte jetzt mal ein paar mehr Sachen. Nicht nur noch 2 jeweils, sondern 4. Also jeweils pro Körperbereich und dann militärisch und Zivilkleidung. Das heißt, es sind dann immer 8.
3, 4, 5, 6, 8. So. Wenn das Militärische bereits weg ist, dann nimm halt noch mehr von dem Zivilen. Achso, ich muss ja noch die Krauthex von dem, die muss ich ja noch irgendwo holen, damit die mitkämpfen kann. Ja, vielleicht nicht schlecht. So, ich gehe mal von aus, diese Panzerhandschuhe, da hat ja jeder bessere, diese Armschienen. Ja. Dann war es das, bei dem Kettenhemd war es glaube ich dasselbe, ja, war ich das Schlechteste. Aber diese Schulterteile, so, da müssen wir jetzt mal gucken. Die sind zwar gleich stark, aber die sehen besser aus, finde ich. Kriegt er erstmal die hier. Dann kriegt er jetzt erstmal die Schuppenteile. So, der hat das hier schon, okay. Hängt er das? 458, das sieht auch besser aus. Was hat er schon? Das ist leicht besser als das andere. Sonst ist da, glaube ich, nichts dabei, was interessant wäre. Pfeile behalten wir dann ab sofort 5. Also Köcher. Weil da habe ich immer eins mehr, weil ich selber noch einen Bogen brauche für mich. Wenn ich mal bei einer Belagerung kämpfe. Ja. Dann 4 Schilde. Ja. Haben wir immer noch genug Geld. So, dann versuchen wir es nochmal nach Osten jetzt. Nach Osten. Immer geradeaus Richtung Osten. Da sind Gebirgsbanditen. Platt machen. Auch wenn der da mithilft. Oh, ich glaube, da können wir ein paar Truppen austauschen. Oh, die haben gute Truppen mit dabei. Erstmal ein Spießträger. An der Stelle nochmal, ne? Ich benutze nicht gern die obere Funktion, weil ich dann nicht genau gucken kann, was ich von welcher Art schon habe. Jedenfalls habe ich es nicht richtig erkennen können. Vielleicht war ich auch blind, aber ich weiß nicht. Ich konnte es nicht sehen, dass man da bereits gucken kann, welche Truppen man bereits hat. Weil ich will die nicht irgendwie halt befördern, sondern ich möchte mal gucken, dass ich so eine bestimmte Anzahl an einer jeweiligen Truppenart eben habe. So. Und Moment mal, erstmal sind die wichtiger. Imperiale Karawanenwachen, Veteran. So. Haben wir noch hier Stufe 2, flandrische Armbrustschützen. Also, wenn ich was höherstufiges habe, dann da verzichte ich auch mal auf Landier. Das kommt mal drauf an. Landier werden zwar mal bevorzugt, aber bei höheren Stufen dann nicht mehr. Zum Beispiel hier habe ich jetzt einfach die fünfthöchste Stufe. Und hier habe ich die vierthöchste. Haben wir noch Stufe 3. Sonst haben wir aber auch Stufe 3. Dann lasse ich das. Imperiale Karawanenwache nochmal. So, kommt direkt dahin. Ach, da haben wir auch noch Stufe 2. Erstmal mal fast übersehen. So, sieht jetzt aus. Alle Stufe 2 sind weg. Gut.
29 Plünderer. Oh, damals einen verloren. Immer bei so billigen Plünderern verlieren die vielleicht öfters an Truppen irgendwie. Nicht mehr so sehr bei den Gebirgsbanditen oder bei den Seeräubern, sondern bei den billigen Plünderern. Warum denn dieses? So, wir nehmen damit einen Reiter. Was haben wir denn noch an Verpflegung? 10 Tage noch. Oder könnte ich mal beim nächsten Dorf einkaufen gehen? Hier. Das nördliche Imperium kommt von da unten. Wenn ich es jetzt geschickt mache, könnte ich den hier holen. Es sei denn, dass ich dem hier anschließe. Nee, ich glaube, der reitet nach Norden. Ich kann nicht den hier abfangen irgendwie. Oh. Scheiße. Hier ist ein bisschen eng. Die bilden hier schon wieder Neues her. Ich glaube, da will jemand eine Burg belagern. So. Welche Stadt will der denn belagern? Seonon gehört den Batanian. So, mit denen wollte ich eigentlich gar nicht reden. Jetzt muss ich aufpassen. Belagern die, sind die mit den Batanian im Krieg oder wie? Nee. Die ziehen weiter. Kann ich da wenigstens mal dran vorbei? Wahrscheinlich wollen sie meine Burg hier erobern. Da muss ich sowieso noch die Garnison verwalten. Alter! Warum habe ich da so viele Truppen? Habe ich da nicht die Rekrutierung ausgeschaltet? Mein Gott. Trupps, nochmal nachschauen. Burg Remtol. Nee, doch, da ist sie deaktiviert. Ich muss da dringend aber Truppen rausnehmen, die kosten ja unendlich viel. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich Truppen brauche, dann hole ich die erstmal von der Burg da raus. Andererseits ist ja gut, dafür wird sie nicht so schnell belagert, aber. So, was macht der da? Der reitet da mit seinem Heer hin und her. Dass sich dann irgendwann wieder auflöst. Ich darf dem nicht zu nahe kommen. Keine Ahnung, was der vorhat. Okay, jetzt wird die Burg belagert von uns. Da schließe ich mich mal an. Ich kann nicht damit jemand sprechen. Da, Lindis. Alle mal durchgehen. Ne? Lerner. Ah, hier könnte ich ein Heiratsbündnis. Die Hand von Warwick, bitte. So. Oh, da kann ich viel verlangen. Boah. Perfekt. Da kommt Geld in die Kassen. Warig wurde mit. War das jetzt sie selbst oder wie? So, jetzt schauen wir mal. Bringt das eigentlich uns Einfluss auch? Ich muss sie auf jeden Fall noch von den jeweiligen. Wo hängen die denn überall rum? Aha, sie ist in Burg Usank. Markieren wir uns mal Burg Usank. So. Wir hätten doch noch eine neue, oder? Gant hat doch auch noch geheiratet. Irmgard ist meine Frau hier.
Ach nee, Warik ist jetzt quasi auch raus, hat sich jetzt quasi rausgeheiratet. Das ist egal. Ist mein Bruder. Warik ist ja der jüngere Bruder. Gehen wir mal alle nochmal durch. Also der Marok hat Alda. Die kommt eigentlich von unserem Clan. So, die war auch 27, das war Zeit. So, Nugant ist jetzt noch bei uns dabei. Wir haben Elendara bekommen. Der Rotard, die haben niemand von uns. Der Yelit auch nicht. Der Korta oder wie man die aussprechen soll, Kortain. Der Valant. Den Tier. Ah, da ist jetzt Warik. Warik ist jetzt quasi vom. Ist jetzt beim Dethir-Clan. Das ist ja schon wie wichtig, damit sich überhaupt wieder. Damit die auch neue Armeen aufstellen können. Damit wir mehr. Ja, dadurch haben wir wieder mehr. Oder nee, neue Clans haben wir ja dadurch nicht, aber. Ich hoffe, schließen sich uns noch ein paar Clans an. Na, jetzt haben wir erstmal niemanden zu vergeben. Dann, ja, schließen wir uns der Belagerung an. Rüsten wir uns noch aus mit Bogen und Pfeilen. Oh, jetzt haben wir einen einfachen Kurzbogen, rissig. Das war der beste, den ich halt kriegen kann. Den ich habe. So, Armee beitreten. Dann können wir, mit so vielen Männern müssen wir die Burg eigentlich holen. Sei denn, jetzt kommt doch diese große Armee, die da vorhin unterwegs war. Burg Granirock, die hatten wir da auch schon ein paar Mal. Oh. Da habe ich jetzt eine Idee. So. Da helfe ich gleich wieder mit. Weil ich bin extra jetzt da rausgegangen, denn sonst. Führt er ja mehr an und das endet meistens ziemlich scheiße. So. Haha. So, jetzt haben wir ungefähr Gleichstand, was die Armeen angeht. Und ich glaube, ich bin der bessere Taktiker. Aber wenn ich jetzt mich der Armee nicht direkt anschließe, sondern erst dazu stoße, kann ich die. Kann ich die Armee steuern? Oh, das wird eine große interessante Schlacht. Etwa gleich stark die Heere. Zumindest von den Zahlen her. Ich weiß nicht genau, wie es mit der Truppenart aussieht. Aber mit einer guten Taktik sollte man das irgendwie hinkriegen. Oh, was für ein scheiß Schlachtfeld. Sehr kavalleriefeindlich. Da müssen wir uns tatsächlich aufs offene Feld zurückziehen. Weil die kommen so schnell über den Hügel, der ist viel zu weitläufig. Wäre es auch besser, wenn wir Platz für die Kavallerie hätten. Gut, mal kurz mein Licht hier ausschalten. Also, Kavallerie soll sich erstmal da hinten irgendwo positionieren. Wir haben einiges an Kavallerie. Infanterie erstmal nach hinten. Und die Schützen so breit wie möglich aufstellen.
Macht noch nicht schießen. Spart euch eure Bolzen erstmal. Schützen. So, warten wir mal, ob die kommen. Was ist einer unterwegs? Kommen die über den Hügel oder kommen sie nicht? Den kleinen Berg hier. Auf jeden Fall bewegt sich da was, ja. Aha, da sind die. Ich spiele meinen eigenen Speer. Hätten es meine Armee. Der spielt echt wie so ein einsamer Speer. Na komm. Ziehen uns mal noch weiter zurück. Kommt jetzt endlich oder was ist los? Wo ist der Gegner? Die sind irgendwo da vorne hin. Ach, jetzt haben die sich verschanzt oder was? Na, solche Feiglinge. Ja, dann. Infantry! Side by side! Soldiers! Stay close! Müssen sie herkommen? Cavalry! Forward! Horse! Rider! Move! Move out! Get moving! Move! Move out! Move! Move! Infantry forward! Gar nicht so eine schlechte Stelle, die sich ausgesucht haben. Jetzt soll ich die Reiter eher da unten platzieren. Was für ein Gefummel hier. Ich weiß halt nicht, ob ich doch lieber das offene Feld hier nehme. Andererseits, lass mal, die sollen sich erstmal aufstellen. So, sind die eigentlich schon gut in Schussreichweite? Das wäre die Frage. Zumindest schießen die schon. Mal die Position genau anschauen, ob die auch wirklich schießen können von da. Das sollte eigentlich schon klappen. Also, dann schießt auch mal.
Noch ist keiner tot. Okay. Dann wird es wohl nicht anders gehen, dass wir uns direkt hier platzieren mit der Infanterie. Bringt dein Kavallerist noch fest oder was? So, nochmal. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch nichts. Kriegen gerade auch einen kleinen Pfeilhagel und Bolzenhagel ab. Müssen ja aber langsam nah genug sein. Also nochmal, schießt jetzt. Oh, einer wurde getötet. Mann, ist das spannend gerade. Die haben schon ein paar von meinen erledigt. Aha, jetzt haben wir auch mal einen erledigt. Noch einen. So, soll die Kavallerie erstmal hier helfen. Jetzt geht's ab. Sieht schon mal gut für mich aus. So, jetzt haben wir uns erstmal diesen Berg hier ein bisschen erkämpft. Und ich treffe bei der Waffe nicht. Doch, jetzt.
Ja, geht doch. Bisher sieht es für mich gut aus. Wir sind ja zahlenmäßig ganz leicht unterlegen, aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Überlegenheit. Das haben wir auf jeden Fall wettgemacht. Alter, diese Waffe geht mega ab. Wie eine scharfe Sichel. Boah. Hier ist es gefährlich. Oh, wie sieht's aus? 454 haben wir schon erschlagen. Hier noch nicht mal 300. Das sieht doch gut aus. Der Lanze konnte ich noch nicht so richtig einsetzen hier. Den hier wollte ich natürlich nicht, das ist mein eigener. Man hat ja überall diese irrenden Bogenschützen da. Ja gut. Boah. Ja, oh Gott, die wird zu gefährlich für mich. Müssen die alle den scheiß Berg hier hoch? Wir haben schon über 600 erschlagen. Das wird ein Sieg. Lege ich mich jetzt fest. Jetzt kommen noch mehr Männer. Die haben erst 532. Das wird ein Sieg. Und langsam müssten nicht mehr viele. Darf nicht mehr viel Nachschub kommen bei denen. Ja, wie sich das Schlachtfeld verschoben hat. Vorhin ging da drüben die Post ab. Jetzt hier auf der linken Seite.
Aber die hauen nochmal ganz schön rein. Aber jetzt. Jetzt lichten sich die rein. Ich muss nur aufpassen, dass ich keinen vierten Pfeil oder Bolzen abkrieg. Kurz mal großer Nachschub. Gerade habe ich einen abbekommen. Ich kann doch mal wieder das Licht hier anmachen. Müsste doch der Nachschub langsam mal zu Ende sein bei denen. Da ist nochmal Nachschub gekommen. Ich war mir anfangs nicht so sicher, dass wir gegen die gewinnen. Das ist schon eine relativ ausgeglichene Schlacht, aber mit dem leichten Vorteil für uns. Für meine Männer hier. Oh, da ist ein Elite-Kataphrakt. Na komm. Und da liegt er. Jetzt müssen sie aber echt nicht, dürften keine mehr kommen hier, also. Einmal noch mit der Lanze reinstechen. Was für ein Bolzenpfeilhagel. Na komm. Auch der legt. So, jetzt gibt's nur noch kleine. Nein, die flüchten schon alle. Wird sich überhaupt noch einer? Oh ja, da wird sich noch einer. Das war knapp. Dachte, das wäre ein Soldat. Kapitän vom Clan Wolfsmensch ist auf dem Schlachtfeld gestorben. Großer Sieg.
So, mein Gefangener, auch gefangen, auch gefangen, auch gefangen, auch gefangen, auch gefangen. Mein Gott, wie viele. So viele Gefangene kann ich nicht mal mitnehmen, bei weitem nicht. So, 6 Bannerritter haben wir, Vorhut 5, Kavallerie gar keine mehr. Ah, hat schon ganz schön dezimiert. Flandrische Kavallerie. So, jetzt müssen wir noch die Gefangenen aussortieren. Erstmal alle Stufe 1 und 2 auf jeden Fall raus. Wahrscheinlich Stufe 3 und 4 auch. Stufe 4 auch, ja. Gehen wir auf Nummer sicher, damit wir die Stufen 5 Gefangenen nicht verlieren. Sonst halt die anderen kriegen. Sind wir noch ein paar übrig? Ja, komm, behalten wir einfach mal die 40. Ein bisschen wird sich ja gleich wieder erhöhen. Oh, gute Sachen dabei. Auf jeden Fall ein besserer Helm für jemanden. Die Schlacht ging jetzt schon eine Weile. Aber die Burg konnten wir nicht erobern. Jetzt müssen wir das Heer wieder aufbauen. Frieden mit dem nördlichen Imperium. Na gut. Wir haben zu viele Feinde, wir hatten doch nur den einen. So, holen wir uns erstmal wieder flandrische Truppen. Balian, was kann denn der? Tierschlecht erhöht auch an Schaden bei Zweikampfwaffen gegen Tiere um 50% oder 40, plus 40% Schaden gegen Schilde mit zweihändigen Waffen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Schildbrecher. So, jetzt haben wir noch einen Fokuspunkt. Da geht jetzt mal an die zweihändigen Waffen. Brauchen ja noch einen Platz frei. Für die Dame, die wir noch da holen wollten. Burg Usank, da ist die ja anscheinend. Moment mal, hab ich. Aber sie kann ich nicht verfolgen. So, da sind auch flandrische Truppen, da gibt es viele Ritter. Bisschen Essen kaufen wir auch noch. Dann reiten wir mal Richtung Burg Usank. Jetzt holen wir uns auf dem Weg noch ein paar Soldaten. Ach nee, ich wollte ja jetzt die Soldaten von der einen Burg da nehmen. Stimmt, dann machen wir das zuerst.
Und die kosten mich sonst zu viel. Dauer. Programmteil. Mich wieder fast vergessen. Also ein bisschen vergessen hatte ich schon. Bediene ich mich jetzt erstmal da. Erstmal alle billigen Truppen mitnehmen. Alle nicht fertig entwickelten. Ja, schon fertig. Landia. Oh Gott, sind das viele verschiedene Truppen jetzt. Oh, ist das eine Sortiererei? So, den Leichenschützen hoch. Pflanderischer Recke. Und schön Wertkämpfer hoch. So. Ich werde dich später wieder die anderen. Ich werde ein paar Truppen nochmal rausziehen müssen. Das sind immer noch viel zu viele da drin. Wo mangelt es denn an Truppen? Ah, muss man mal schauen. So.
Irgendwo ist es genau hier in Carbenset, da fehlen Truppen. So. Jetzt kann ich die Truppen auf jeden Fall mal wieder in die Stadt bringen. Und die ich dann da abgegeben habe, die gleiche ich dann wieder mit denen von der Burg aus. So. Jetzt haben wir noch Scharfschützen. So. Auch nicht die guten Gefangenen. Ach fuck, die habe ich auch noch nicht verkauft, die. Ah. Egal. Nehmen wir mal die paar mehr mit, die wir eigentlich mitnehmen können. So, jetzt gehen wir erstmal in die nach Carbanset. Noch die Gefangenen verkaufen. Nach Burg Usank müssen wir noch, um die Frau da zu holen. So, dass wir hier die Garnison anpassen. Die seltene Kavallerie da oben. So, sonst haben wir keinen fertig entwickelten. Nee. Oh, wie viel waren das jetzt? 77, also noch 23, die da rein müssen. So, gehen wir wieder zu unserer Burg. Ugremtoll. Mit wem haben wir denn jetzt Krieg? Mit niemandem. So, Garnison verwalten. Nehmen wir noch mal ein paar mit. Oh. Können jetzt mehr Truppen
mitnehmen. Es hat sich auf einmal Höhe 237. Wahrscheinlich ist jetzt, bin ich jetzt im Clanrang endlich gestiegen. Na dann. Sind auch nur noch Elite-Truppen drin. Geil. Okay, ja dann. Nehmen wir mal die Kavalleristen damit. So, jetzt haben wir erstmal voll das Heer. Eieiei, jetzt kann ich hier wieder alle hochziehen. Super. So, aber wann geht's los hier? Bannerritter auf. Wobei ich ein paar kann ich jetzt auch nochmal in die Stadt bringen. Da hole ich hier nochmal ein paar Truppen ab. Ich wäre jetzt besser hingegangen, hätte die Fußtruppen mitgenommen. Na, ist egal. Dann tauschen wir es halt später aus. Boah, Mann. Also, Vorhut hoch. Boah, Gott, hey, das ist echt ein mühseliges Ding. Da bräuchte es mal so ein Ordnungssystem, dass man sich einfach individuell einstellen kann. Oder ich schaue euch mal nach Modifizierungen dafür. Vielleicht gibt es da ja sowas in der Richtung. Catania kommt da runter. Also. Sturgia. Boah. 237 Mann kann ich jetzt bewegen. Ein Clanrang 5, ja, genau. Ach, dann kann ich ja noch einen neuen Gefährten auch noch mit dazu nehmen. Ist ja super. Also wieder zurück nach Kabanset und dann wieder zur Burg. Geht jetzt hin und her. Hoffe, meine Einnahmen steigen dann. Ah, stimmt, wie sieht es echt mit den Werkstätten aus? Ich muss jetzt auch Werkstätten hier. Ja, genau, ich kann eine neue Werkstatt eröffnen. Griff der Ölpresser. Reden. Kaufen uns hier in der Werkstatt. Ich möchte eine eure Werkstatt kaufen, Oliven. Hä, die haben da oben Olivenpresse oder Kälterei? Nimm halt mal die Olivenpresse. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Bringt die uns überhaupt einen Gewinn? Wahrscheinlich nicht. Was haben denn die hier oben?
seid in euren Lehen Kabanzett eingetroffen. In dieser Region herrschen Unruhe. Trotzdem müssen die Bewohner ihren täglichen Arbeit nachgehen. Zumeist halten sie sich nicht lange auf dem Markt auf und vermeiden Augenkontakt. Aber ihr belauscht eine Unterhaltung hinter vorgehaltener Hand über die Rebellen in der Provinz. Während manche vor den Rebellen Angst haben, freuen sich andere, dass sich das Blatt nun zumindest für kurze Zeit gegen die reichen Mächtigen gewendet hat. Aha. So, welche Städte gehören denn? Welche Dörfer gehören denn zu Kabanzett? Bokbet, Genuatnal und Tor Layat. Bokbet liegt in einer tiefen, bewaldeten Tal inmitten des Ukalion-Massivs. Die Dorfwohner fangen in finsteren, morastigen Wäldern Biber, Füchse und sowie anderen Pelztiere. Aha. Genuatnal, das Dorf, in dem Nahe seinen Kopf verlor, ist ein Pelzjägerdorf in der Nähe des Aussagensortes eines berühmten Duells aus spartanischen Legenden. Die Dorfwohner sind geschickte Waldarbeiter, die nahegelegene Felsenfestung Kabanzett bei Schutz des nördlichen Zugangs zu spartanischen Herzland vor Sturig und anderen Räubern unterstützen. Leiert. Der Vollmondhügel hebt sich unterhalb einer bewaldeten Anhöhe in Nordbatania. In den dichten Eichen, Eiben und Buchenwäldern schlagen die Dorfwohner Holz. Die Batanier kümmern sich seit Jahrhunderten sorgsam um die Wälder und stellen sicher, dass immer genügend Bäume wachsen, diese fällen können, um ihr Holz zu verkaufen. Das klingt doch ziemlich nach Holzwerkstatt, die ich hier öffnen sollte. Wird doch niemals hier Oliven irgendwie Produktion ändern. Schreinerei oder Holzwerk? Das ist wahrscheinlich dann die Holzwerkstatt, ne? Probieren wir es erstmal mit einer Schreinerei. Klingt schon alles sehr nach Holz. Okay, jetzt haben wir 6 Werkstätten. Kümmern uns noch um die Garnison noch mal. Fehlen noch welche. Erstmal alle Elite-Truppen da rein, die wir so haben. Weil wir vielleicht die Fußtruppen bevorzugen sollen. Einen anderen haben wir ja. Bei den Elite-Fußtruppen. Ja. Angehörter Kämpfer. Sturgischer Veteran. In der Stadt könnte man natürlich auch ein bisschen mehr Truppen reinpacken. Ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht gehen wir hier auf 150 schon mal hoch. Ja, komm. Packen wir hier 150 Truppen rein. Also alle Elite-Truppen, die ich habe, hier rein. Jetzt haben wir schon 125 drin. Seid Wache. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle Elite-Truppen da drin. Fehlen auch noch ein paar. Also müssen wir noch mal zu der einen Burg rüber.
So, ich hoffe, dass wir durch die Holzwerkstatt Einnahmen kriegen. Ich habe gehofft, dass ich ein paar mehr Werkstätten öffnen kann. Oh, Plünderer, 83 Stück. So. Ach, wir haben die gefangen immer noch nicht verkauft, ne? Ach Mann. Bin ja ein Depp. Vergesse ich die ganze Zeit bei lauter Truppenverwaltung hier. Also verkaufen wir sie kurz den Maronat, damit das endlich mal vorbei ist. Nee, nicht in die Arena, so. So, jetzt haben wir die schon mal weg. So, hier können wir noch ein bisschen weiter die Garnison leeren. Haben wir da 70 Truppen, 60, das wären sehr viele Schützen. Na, gibt man den doch lieber noch mal. Was gibt man den noch mal an? Imperiale Legionär.
Kommt auf jeden Fall 50. Naja, gut. Belassen wir es erstmal dabei. Jetzt haben wir erstmal wieder hier die vollen Truppenzahl drin. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur Stadt. So, wie läuft diese Werkstatt? Schreinerei noch 0. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Also nochmal Garnison anpassen, da fehlen ja noch 11 Stück. Geben wir denen mal 10 von den Scharfschützen. Haben sie genau 149. So ein Spießträger vielleicht noch dazu. Wir könnten eigentlich generell mal die ganzen Fußtruppen da reingeben. Ne, wir behalten wer fast von den Spießträger. Was haben die noch? Vorhut haben sie? Doch, haben sie auch noch flandrische Vorhut. Jetzt kann man eben genau sehen, was man an den Truppen hier hat. Das ist ein bisschen übersichtlicher. So, Bannerritt haben die 44 drin. Schützen könnten sie eigentlich noch mehr haben. Vielleicht mal auf 52 hochgehen. Vierundvierzig oder 48. Stattdessen nehmen wir uns ein paar Reiter wieder mit. Jetzt haben sie 36 Reiter drin. Schöne Anpassungen, schöne Anpassungen. Elite-Katafakt haben sie 6. Nochmal 2 wieder mit. Da haben sie genau 150 Mann drin. Hier sind aus mit angehörten Scharfschützen. Das passt genau. Vier haben die angehörter Kämpfer. Sind gar kein Imperialer. Legionär. Ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal dabei, wie es ist. Und hole jetzt erstmal diese Dame da ab. Wir müssen auch wieder Essen kaufen. Nahrung. So. Mal hier was mit. Da ist diese Burg. Stimmt, ich kann mir ja noch einen neuen Gefährten holen. Kann ich jetzt noch einen mit dazu?
Also holen wir erstmal hier die Madame. So. Elendara. Hinzufügen. Und wie sieht's aus in der Werkstatt? Macht ihr schon was? Immer noch null. Nicht, dass ich da die Produktion ein paar Mal ändern muss. Das wäre ein bisschen doof. Guck mir vielleicht nochmal die Dörfer da genau an, da bei Carbon Z. Können Sie an dem Wappen erkennen? Was ist das nochmal? Das ist genau Fell. Holz. Nochmal Fell. Was hätte ich da noch zur Auswahl? Jedenfalls mach mal was mit Tierfällen oder so. Schreinerei, Produktion ändern. Was hätten wir da noch? Wollweberei, Gerberei. Okay, jedenfalls machen wir eine Gerberei. Das wäre Plan B. Jetzt versuchen wir es erstmal mit dem Holz noch eine Weile und dann sonst machen wir eine Gerberei da auf. Wir haben sie genug Zeug davon. So. Weil hier der Taverne irgendeinen. Nö. Kein Kompagnon. Einen potenziellen. So, Elendara. Level 13 ist die. Kommt sie vor Ifrei? Und auch vor Irmgard. Ja. Aber da. Gucken wir mal. Ist Elendara näher an? Näher an Level 14 oder. Oder Anthra. Und Sorigun ist auch noch da. Wie sieht es denn aus bei Elendara? Oh, die ist bald Level 14. Muss auf jeden Fall vor Andra und dann war es ja noch hier die Sorigun. Die ist auf Sorigun ist vor ihr. Also dann schieben wir den Dara noch eins hoch. So, jetzt suchen wir uns noch einen weiteren Gefährten. Und dann machen wir noch ein paar Rüstungsanpassungen. Anpassungen ohne Ende. Jetzt brauchen wir langsam wieder Krieg. So, hier ist auch kein potenzieller Gefährte. Also gehen wir nach Galent. Dann nehmen wir halt die Nordroute. So, zwischendurch vielleicht sollte ich mal ein paar Plündertrupps noch erledigen, um meine Truppen noch hoch zu und hoch befördern zu können. So, Taverne auch keiner drin. In der Taverne, nicht Taverne. Soweit sind wir hier noch nicht. Nach Bravent. Seht ihr, ich habe ja noch Platz hier für den Gefährten, für den achten Gefährten. Nix. Das sind nirgendwo potenzielle Gefährten. Dann haben wir noch ein paar Truppen mit. Ich muss nur eins freihalten. Wie viele Schützen habe ich eigentlich? Infanteriekämpfer 67 plus 2, oh, ganz schön viele Fernkämpfer. So, ah, Kulhan der Zerlumpte. Reden wir mal mit dem.
Kulharren, deren Zerlumpte. Jawohl, ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Friede sei mit euch, Fremdling. Ja, ich heiße Balia, mein Herr. Erzählt mir von euch. Gebt mir einen Augenblick. Es ist lange her, seit ich mehr als nur ein paar Worte mit jemandem gewechselt habe. Meine Familie entstammte keinem besonders umreichen batanischen Clan, aber bettelarm war er auch nicht. Als ich zu einem jungen Mann herangewachsen war, schickte mich meine Familie zu den Wolfsmenschen. Vielleicht habt ihr bereits von dieser Tradition gehört. 3 Jahre lang leben die jungen Menschen in den Wäldern und essen kein gekochtes Fleisch, tragen keine Kleidung aus gesponnener Wolle und haben kein Dach über den Kopf. Gemäß unseren Gesetzen sind wir dann wilde Tiere, die nicht an die Gesetze der Menschen gebunden sind. Manche erinnern sich gerne an ihre Zeit bei den Wolfsmenschen zurück. Sie sollen uns lehren, die Gesetzmäßigkeiten des Waldes zu verstehen. In dem Rudel, dem ich mich anschloss, waren nur reiche Kinder, die ihre frische erlangte Freiheit mit ungezügelter Boshaftigkeit auslebten. Sie saßen abends am Feuer und verspotteten sich gegenseitig. Ich hatte nie eine besonders scharfe Zunge und die anderen merkten schnell, dass ich ein leichtes Opfer war. Einmal konnte ich ihre Neckerei nicht mehr ertragen und erstach einen von ihnen bei einer Rauferei. Niemand wusste, wie man die Wunde behandeln konnte, und er verblutete. Daraufhin suchte ich das Weite. Naja, gut, dass die Gesetze der Menschen in diesem Fall keine Rolle spielen. Ziemlich zynische Antwort. Ich verstand, wie wenig Traditionen wirklich wert sind. Zwar konnte ich vom Gesetz nicht belangt werden, aber schon bald erfuhr ich, dass die Familie des von mir getöteten jungen Meuchelmörder auf mich angesetzt hatte. Daher beschloss ich, allein in der Abgeschiedenheit der Wälder zu leben. Ich bin dort glücklich, zumindest meistens, aber bisweilen sehne ich mich nach der Gesellschaft anderer und gehe in die Stadt, um Arbeit zu suchen. Ja gut, jetzt habe ich keine Arbeit. Wenn ihr so also etwas für mich habt, können wir gerne darüber sprechen. Jemanden wie euch kann ich meine Kompanie gebrauchen, ja. Ein paar der Bewohner haben sich um mich gekümmert, mir etwas zu essen gegeben und solche Sachen. Ich würde mich gerne bei ihnen erkenntlich zeigen, bevor ich gehe. Dürfte ich euch um 484 Gold im Voraus bitten? Oh ja, ja bitte. Also, gehört jetzt auch zu uns. Cool, haben der Zylinder auch wieder Level 12. Ich hoffe, der ist am Anfang bei Level 12. Weiß ich ihn gleich einzusortieren. So, gucken wir mal, wie weit der schon als Level 12 ist. Er war das, ne? Oh, das war Level 13. Also fast auf dem. Er ist sogar weiter als Origin, glaube ich, oder? 44.000? Ah, ne, sie ist ja sowieso Level 13. Er ist Level 12. Genau, sie war Level 13. Als ein Irmgard. Der ist wahrscheinlich vor Irmgard. Da Ifrain. Ja. Noch vor Irmgard. Okay, jetzt gucken wir mal nach dem ganzen Rüstkram, den ich noch habe. Pferde. Erstmal fangen wir mal mit den Pferden an. Was nix. Können wir noch wegen dem Reitzeug gucken? Ich glaube, da hat. Ja, sie hat noch nicht das.
Okay. Ach, Moment, habe ich ihr das jetzt fürs Zivile gegeben, ich Idiot. Ach Gott, bin ich ein Depp. Mal zurück. Kriegt ja erstmal den schlechten Sattel. Erstmal geht das Rüstzeug vor. So. Gehen wir erstmal die Stiefel durch. Kriegt er die auch noch die besseren Stiefel? Aber sind wir schon durch? Mach mal alles, ne? Zivil und also Militär und Zivil. So, Panzerhandschuhe durchgehen. Oder Armschulpen, wie auch immer. Haben wir auch schon. Aber bei der Körperrüstung kann man gleich zu ihm gehen. So, noch die Helme. So, die Helme haben wir auch schon. Und die haben noch die billigen Schilde teilweise noch. Gucken wir uns mal die Schilde an. So, ach, Schilde haben wir auch mal erledigt. Dann können wir die können wir schon verkaufen, die Schilde. So, also erstmal die Zweihandwaffen noch oder die Zweitwaffe, Zweithiebwaffe, wie auch immer. Die müssen wir jetzt noch irgendwem. So, ihr fehlt eine. Ich für sie ein Zweihandschwert her, ja, habe ich. Aber Moment mal, das war, glaube ich, meins. Nee. Okay, dann kriegt sie das hier. Schon mal gut ausgerüstet.
Ihm fehlt was. Oben habe ich kein gescheites mehr, dann kriegt er das untere. Und kommen gleich noch die Speere dran. Ach Quatsch, was mache ich da? Krieg doch den Bogen. Am besten immer den besten. So, sie hat schon guten Speer. So, Zweihandwaffe, Speere haben wir schon alles geklärt. Schwerter noch. Also die Einhandschwerter. Gucken wir mal, was wir da oben noch haben. Die haben schon alle ganz gute Schwerter. Okay, wäre das auch geklärt. Also, jetzt die Zivilkleidung. Wenn wir schon mal da oben sind, können wir auch die. Oder machen wir erstmal die Pferde. Die Zivilpferde. Die Sättel machen wir gleich. Hätte einfach mal so ein Lastenpferd. Also halt so reinzunehmen. Apropos, ich müsste mal Lastenpferde noch kaufen. Kriegt der halt auch so eins. Wird halt später ausgetauscht. So, dann gehen wir noch mal runter. Pferdepanzerung haben wir vorhin schon gemacht. Okay, manche haben ja noch keinen. Bei jemandem ist jetzt komplett weggelassen. Bei ihr. Ist egal. Ist jetzt wurscht. Wollten ja auch bei der Zivil aus. Okay, haben wir das. Dann machen wir jetzt die Kleidung endlich. Ah, das sind wirklich heute so richtig viele Anpassungen.
Aber irgendwann muss ich sie mal machen. Wenn ich sie einmal richtig gemacht habe, dann ist so die Grundbasis da. Ist halt ziemlich langweilig und trocken, aber lieber mache ich es heute mal. Weil ich habe jetzt zumindest einen neuen Kellerrang erreicht. Und da sollte ich das vielleicht gerade da dann machen. Weil es wird sich erstmal nicht so viel ändern, was zumindest die Einstellungen angeht. So, haben wir die Armstulpen auch. Das bringt auch schön Geld, wenn wir das alles hier jetzt mal weg haben. Oh, eins zu viel. So. So, jetzt noch die. Das Oberteil. Oberkörperrüstung. So, jetzt kriegt sie ja auch was ganz anderes zum Anziehen. Und damit sind wir auch durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, so. So, es kommen noch die Schulter, der Schulterbereich kommt jetzt noch. So, wäre das auch erledigt. Kriegen wir schon fast 20.000 raus, dann gleich. So, Kopfbedeckung, zivil. Die sieht jetzt halt auch wieder mehr aus wie ein Kerl, zumindest von der Kleidung her. Ziehen wir die Lederkappe gehärtet, ziehen wir dem anderen vor. Die passt besser zu unserer Kultur hier. Auch wenn die Mützen auch ganz hübsch sind. Oh, die ja nett aus. So. So, Bögen noch, Schilde haben wir schon gemacht. Einer noch zu viel da. So, passt. Dann sind wir jetzt endlich fertig, oder? Oder Zivilschwerter müssen wir eigentlich auch noch machen. Zivilbewaffnung noch. Das wäre jetzt aber dann echt das Letzte hier. So. Machen wir noch die Zivilbewaffnung.
Sogar noch die Zweitwaffe bei der Zivilbewaffnung. Dann gebe ich denen immer noch so ein Fährchen mit dazu, auch wenn sie da viel zu schleppen haben. So, jetzt sind wir aber fertig. Endlich, 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 endlich. Genug Anpassungen gemacht. So, jetzt will ich noch mal ein bisschen Krieg haben. Mein Gott, war das jetzt mühselig. Eine halbe Stunde, Stunde fast nur für das Zeug hier. Gerade. So, jetzt mal eine Schokobrezel. Das nächste Kind. Also alle bemerken, ist ja das Kind seine Eltern ähnlich sieht. Terra Flat hat hohe Frage, hat ohne Frage für euch etwas geerbt. Und Rolle, Elan, Ausdauer. Nehmen wir mal die Grundrolle. Gleichzeitig besitzt sie eine Eigenschaft von ihrer Mutter. Intelligenz. Eine Menschenkenntnis. Nehmen wir mal die Intelligenz. No. Ich könnte der Marok bald aufholen. Also. Wie sieht's aus mit der Diplomatie? Kriegserklärung an Sturgia. 100% Unterstützung. Das sind mich 200 wieder Einflusspunkte. Dann warte ich lieber drauf, will ich sie selber anfragen. Auch wenn ich gern Krieg führen würde, aber 200 Einflusspunkte ist echt schon viel. So, wie sieht's aus mit der Teilnahme? Immer noch nichts. Wartet noch ein bisschen, wenn dann echt gar nichts angeben kommt, dann versuchen wir es mal mit einer Gerberei. Dann nehmen wir noch ein paar Lastpferde mit. Ich glaube, meine Vasallen wollen keinen Krieg führen. Die haben doch 100% Unterstützung, hätten wir jetzt für Krieg gegen. Na gut. Das Westliche erklärt uns den Krieg, okay. Naja, ist auch nicht so schlecht, diesen Dreck nebendran. Vielleicht kriegt man da nochmal eine Schlacht hin. Dann geht's auf nach Süden. Nach Süden und Osten.
mal das westliche Kaiserreich östlich von uns liegt. Das ist der westliche Teil des Kaiserreichs. Und es liegt immer im Osten. Wie kann das denn sein, dass es im Osten liegt, obwohl es westliches Kaiserreich heißt? Ja. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendeinen. Aha, da stellen sie ein Heer auf. Ein paar Plünderer. Gegen eine zahlenmäßig überlegenes Heer könnte ich mich jetzt auf jeden Fall gut wehren. Aber nicht zu viele. Bringt es mir auch nichts, wenn ich noch bessere Truppen habe. So, Kavallerie hatte ich genug. Ach, fuck. Wieder verdrückt. Hier. Nochmal weiter runter. Schütze kommt hier hin, so. Oh, bevor sich der dem Herd anschließt, holen wir uns den gleich. Ich sollte mal öfters die befragen, ob sie sich unserem Reich anschließen. Vergesse ich immer. Ich sollte ein bisschen diplomatischer agieren. Ich brauche ja einen Clan für mein Reich. Sonst wird die Clan-Dichte immer weiter ausgedünnt. Heute trinke ich Apfelschorle. Auch ohne Alkohol natürlich. So. Also wir sind zahlenmäßig auf jeden Fall überlegen. Wir haben auch viel Kavallerie. Das Feld ist breit und weit, flach. Wird sich doch ein direkter Kavallerieangriff anbieten. Das machen wir auch. Boah. Das war natürlich toll. Ich konnte meine Lanze überhaupt nicht. Boah. Die gehen ja ab hier. Ja, komm hier. Mach die alle. Boah. So, nochmal. Versuchen wir nochmal einen Lanzenangriff. Eingelegte Lanze. Alter! Voll den Bolzen mir direkt da rein. So, jetzt bin ich schon fast erschlagen. Naja. So, einen haben wir noch getroffen, sogar ein imperialer Legionär. Aber jetzt ziehen wir uns lieber zurück und lassen das meine Leute hier machen. Immer noch mal rein. Das Pferd wollte ich nicht treffen. Pferde plündere ich lieber. Ah, hier war mir wieder jemand im Weg.
Er geht doch. Wie ein Panzer. Schöne eingelegte Lanze. Immer sie neben Weg, ey. Mit eingelegten Lanze zu kämpfen, das macht echt Spaß. Auf die normannische Art. So hieß es bei El Cid. Bei der Serie. Schöne Serie. Habe ich schon mal empfohlen, empfehle ich wieder. El Cid, die Amazon Prime Video Serie. Sehr cool. Gucke ich gerne. Weiß ich, haben die jetzt endlich mal Staffel 3? Sollte die noch erscheinen? So, da können wir gleich mal die Truppen hier weiter befördern. Weiter ausbilden. So, das war schon. Gehen wir gerade zu unserer Burg, dann Burg Remtheul. Ich glaube, die haben immer noch ein bisschen viel Soldaten. Sieht denn aus hier mit den Einnahmen immer noch nichts mit der Schreinerei. Also dann versuchen wir es jetzt mal mit einer Gerberei. Vielleicht hilft das ja. So, Garnison. Ach genau, denen fehlen noch zwei Truppen. Kriegen sie die halt noch. So, die 50 Scharfschützen. So, jetzt gebe ich denen von irgendeiner Art. Feldwebel. Ja, hier davon 4. So, passt perfekt. Wenn ich mehr Einnahmen habe, erhöhe ich auch die Garnison, aber jetzt muss ich noch ein bisschen gucken. Jetzt wird das echt teuer. So, jetzt muss ich mal neue Soldaten suchen. Es fehlen noch ein paar in meinem Trupp. Ich würde sagen, wir kämpfen noch eine. Vielleicht versuchen wir noch eine größere Schlacht kämpfen zu können. Und dann machen wir Schluss für heute. Was das Let's Play angeht. Wer noch übrigens Bock hat, hier vorbeizuschauen, einfach eine Runde mit mir zu labern oder was auch immer. Ne? Ich bin öfters im Discord. Und dann können die Leute auch gerne mal vorbeikommen auf ein Schwätzchen, wenn sie wollen. So, ich nehme ich nehme flandrische Truppen. Ich möchte schon, wenn es geht, Truppengleichmäßigkeit. Einheitlichkeit wollte ich sagen. Mann, Mann, Mann! Ich sollte einen Duden in der Hand haben, wenn ich streame, echt. Mir fiel das Wort Einheitlichkeit gerade nicht ein. Das ist doch mal erbärmlich. Was wie einheitlich, was
Ja, das ist, wenn man von einer bestimmten Art und Weise etwas, wenn man das Gleiche eben immer hat oder was Ähnliches. Ja, komm, lass mal das. Ich stolper sonst nur über meine eigene Zunge. So, was haben wir hier? Weiter Truppen. So, was haben die denn vor? Burg Garantor. Die hatten es schon mal gehört, Burg Garantor. Die haben mir dann nur die Aserei, haben mir die dann abgenommen. Und dann hatten dann war Frieden mit A den Aserei. Dann hat das Westliche Kaiserreich Krieg den Aserei geführt und hat denen die Burg wieder abgenommen. Plünderer sind immer gut, um die Truppen zu verbessern. Vielleicht könnten wir jetzt Ortissia erobern. Das wäre schon gut. So, wir können einen noch mitnehmen. Noch einen Reiter, vielleicht noch ein bisschen Essen. So, wie viel hat denn der? Oh, ui, da findet eine größere Schlacht statt. Wie viel Mann sind es? Oh, das wäre die Schlacht. Da, wenn ich da jetzt noch mithelfe, dann schaffen wir das. Ja, da kämpfe ich mit. Vor allem da kann ich jetzt noch mal die Armee anführen. Wir haben Target. Ja, perfekter Abschluss für heute. Perfekter Abschluss. Das wäre der optimale Abschluss jetzt. So. So. Schlachtfeld muss geladen werden. So hat das jetzt. Wow, perfektes Schlachtfeld. Das ist echt fies. So, schicke ich jetzt erstmal meine Kavallerie runter oder? Könnte ich fast, um die erstmal ein bisschen zu beschäftigen. Und dann kann ich in Ruhe bei den anderen Männern aufstellen. Na, schick mir die Kavallerie erstmal runter. So. Erstmal die Schützen aufstellen. In der breiten Linie wie möglich. Also, ich könnte über die drüber schießen, über die Infanterie, ich glaube schon. So, jetzt soll die Kavallerie nochmal zurück. Jetzt sollte ich die Infanterie doch. Doch ein bisschen weiter zurück noch. Ja, die sollen mal angreifen hier. Die Gegner. Und wieder angreifen. Move
Na, den hole ich mir. Geht ja richtig gut ab hier. Auf jeden Fall bist du ein klares Gewicht für mich. Na komm. Die Bolzen sind jetzt, glaube ich, langsam abgeschossen. Jetzt müssen sie richtig mitkämpfen. Und ich auch mal. So. Na toll. Das ging mal wieder voll schief. Da habe ich einen erwischt. Oh, fuck. Ja, ich kann mit dieser Kamera noch nicht umgehen. Ich glaube, die ist besser zum Bogenschießen. Für mich jedenfalls. Mein Gott, nochmal ein gescheiterter Versuch. Na, Alter. Ich treff mit der Lanze nicht mehr. Zumindest habe ich dem sein Pferd getötet. Ja. So, da haben wir wieder ein paar. Schnell hier weg. Scheiß kleiner Baum hier. Boah, da hat mir einer vor den mitgegeben. Gibt's doch nicht. Boah. Jetzt muss ich mich aber zurückziehen. Fuck. Zu spät. Weil ich bin jetzt nicht tot, aber ich bin bewusstlos. Das kann ich nur noch zuschauen.
Naja, wir werden schon irgendwie gewinnen. Wie sieht's denn aus? Wir haben. Oh, die haben mehr Schlagen als wir. Können nur hoffen, dass wir die besseren Truppen haben. Aber wir haben schon eine klare Überzahl. Also da müssen die schon wesentlich mehr töten, dass sie gewinnen. Aber gut, dass ich noch fleißig mitgekämpft habe. Relativ ausgeglichen. Die haben sogar ein leichtes Übergewicht, was die erschlagenen Soldaten angeht. Und wir haben mehr Reserve. Aber die haben jetzt schon über 100 mehr erschlagen als wir. Könnte schon noch ein bisschen knapp werden. Schon 8 sind schon bei uns geflüchtet. 5 bei denen. Ja, aber jetzt reduziert sich deren Armee. Die haben nur noch 90. Die haben uns krass starke Verluste bereitet. Aber es reicht halt nicht aus, um uns zu besiegen. Was für ein Schlachtfeld wieder. Aber die waren schon relativ stark. Allerdings könnte jetzt diese Niederlage halt auch wirklich Herbst sein, weil da haben die besonders. Da sehe ich sehr viele gute Truppen hier. Selbst die, die flüchten. An der Stufe 4 und 5 oder so. Warum kommt jetzt eigentlich nicht schon die Meldung, der Feind flieht? Das müsste doch jetzt schon kommen eigentlich. Sind nur noch 17 übrig. Hast du noch ein paar Reiter? Ach, da kommen ja endlich mal unsere Reiter noch. Noch 3. Der Feind flieht, ja klar. Kommt ja sehr. Das haben sie sehr früh herausgefunden. Ja, das war's. Ja, aber war ganz schön hart am Ende. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen, Balian. Ich bin euch zutiefst dankbar. Ja, kein Problem. So, ihr seid das meine Gefangene. Auch gefangen, auch gefangen, auch gefangen. Tja, aber vor ihrer Stadt haben wir sie besiegt. Aber ich glaube, für eine Belagerung reicht es jetzt nicht aus.
So, was haben wir denn noch an Kavallerie? 14 Bannerritter. Ach, 4 Recken, die werden dann zu Bannerrittern. 3 Vorhut nur und Kavallerie haben wir gar nicht. So. So, Truppen wieder hier einreihen. Landrische Kavallerie nach oben. Plänkler. So, schon fertig. So, ach, ich kann wieder nicht viele Gefangene mitnehmen. Also bis Stufe 5 alle raus. Boah, sind das viele. Na, sollen halt meine. Ich glaube, die Gefangenen landen ja, die restlichen landen ja dabei, meinen Vasallen, hoffe ich mal. Na, ist egal, komm. Römischer Verfolger. So. Na, die hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Ach, wir können jetzt schon wieder 47 mitnehmen. Imperialer Bogenschütze. So, bringen wir noch die Gefangenen nach Sargot, würde ich sagen, wo wir meistens hingehen, nach erfolgreichen Schlachten. Und dann auch neue Truppen zusammensuchen, dann packen wir es heute. Haben wir wieder mal fast 2,5 Stunden. Das hatte ich ja zuletzt kaum noch. Meistens waren ja so wie 2,15 oder so in der Richtung. 2 Stunden, 15 Minuten. Ja. Erstmal die Gefangenen. So, es bringt 16.000. Truppen dazu nehmen. Was haben wir denn an Sachen bekommen? Sturgischer Verfolger sehe ich da. Sortieren wir hier erstmal aus. So, wir machen aber jetzt keine neue Einkleidung heute mehr. Das ist, gehen wir nochmal hin und tun. Bisschen hier aussortieren. Damit wir das Geld schon mal haben. Alle Stiefel raus. Aha, da sehe ich schon mal eine gute Körperpanzerung für jemanden. Ich nehme ja einfach immer nur das Plünderzeug, ne? Ich kaufe ja selten die Rüstung. Manchmal, wenn ich was Bestimmtes will. 6, 7, 8. So. Aber das muss ich hier gleich mal. Das 1041, das ist für mich gut. Machen wir das geschwind hier.
So. Fuck. Eins bleibt da. So. Helme. Da ist ein Helm dabei. Komm, machen wir das noch ganz schnell. Mal schauen. 557, 551, der da. Okay. Haben wir das auch? Da war ja noch die Körperrüstung, die gibt man auch noch schnell jemanden. Da bin ich für nächstes Mal wieder startklar. So. 35.750 Gold bekommen wir, das ist sehr gut. Das Geld können wir gut gebrauchen. So, Bögen. Oh, Schilde, ist noch wieder gute Schilde dabei. Alle den 416er Schild. Ja, noch nicht. Okay, das war schon. So, vier Schilde behalten wir. So, da gucken wir uns auch schnell die Körperrüstung da an, die da noch mit dabei war. Hier. Luxuriöse Lamellenweste über Leder, Hemd rissig. Machen wir das auch noch. Das ist ja da unten. So. Macht die 906er hier, die war's. Könnte mir natürlich mal merken, wer was hat, aber ich leg mich lieber schnell durch. So, okay, haben wir das auch. 40.000. So, gucken wir mal in unsere Werkstatt noch rein. Gabei, plus 112, immerhin. Jetzt bringt sie mal ein bisschen Gewinn mit ein. So, Soldaten könnte man noch schnell auffüllen. Das machen wir auch noch und dann machen wir Schluss für heute. Die Soldaten will ich noch auffüllen, damit ich nächstes Mal die gute Startvoraussetzung habe. Wenn ich dann weiter mache. So, uns da noch ein paar Reiterchen, Talivel, kriege ich immer welche. Ritter. Ritter. Alter, ich gar nicht gedacht, dass da alle mitgehen. Boah, muss ich da auch nichts sortieren noch? Boah, ich Haufen weiß. Da können wieder viele befördert werden. Ja, tatsächlich, die noch hoch. Fländische Armiger und ein Edelknecht. So, okay, dann tun wir die auch noch schnell ausbilden hier. Schützen. Schwertkämpfer. Okay, ich beeile mich jetzt mal. So, hier noch drei, glaube ich. Ja. Moment. Schützen habe ich meistens genug. So. Passt.
Wunderbar. Gut, dann danke ich allen, die hier mit zugesehen haben zwischendrin. Ich weiß, es war an einigen Stellen wieder sehr trocken und langweilig, also einfach gerade, wenn ich viele Anpassungen da mache oder so, aber es muss halt sein. Ja, denkt dran, wann ich so streame, steht in der Info, im Zeitplan und so weiter drin. Ihr könnt mich auch persönlich fragen, kommt auf mein Discord, da kriegt ihr dann Rang. Mache ich alles manuell, weil ich mal ein bisschen wissen will, wer das alles so ist. Ich hänge die immer wieder mal im Raum auch mal rum unter der Woche und man kann mit mir reden und ja, wenn ihr Bock habt, ein bisschen hier meine Zeit zu bereichern, dann macht das gerne und ja, wir sehen uns und wie gesagt, achtet auf den Stream-Zeitplan. Da wisst ihr Bescheid. Deswegen haut rein und gute Nacht, Leute.